Hi, in diesem kleinen Video geht es mal wieder um meine Drohne. Und zwar habe ich mir die F36 von Fury Bee geholt. Jetzt wundert man sich vielleicht, ich habe jetzt vor kurzem erst eine von GGRC vorgestellt, die doch ziemlich ähnlich aussieht im Ganzen. Die ist auch recht ähnlich dem Copter, den ich vor kurzem vorgestellt habe, allerdings mit einigen Unterschieden, die ich jetzt gleich mal in dem Video erklären werde. Und ich werde euch auch erklären, warum ich diese Drohne jetzt hier vorziehen würde, wenn ihr euch eine zulegt. Gleichzeitig werde ich euch noch einen Coupon-Code unter dem Video setzen, wo ihr in Europa, das ist relativ wichtig, halt in Europa das Ding bestellen könnt hier bei Gearbest, Gearbest Europe. Und zwar für einen Kurs von 8,33 Euro knapp. Gut, ich weiß nicht, wie lange dieser Code jetzt noch gültig werden sein wird. Das wird auch begrenzt immer von, wie ihr wisst. Ich würde also schnell zuschlagen. Und ich kann ja gleich sagen, der Kauf lohnt sich, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt mit Copter. Denn der Copter unterscheidet sich, wie gesagt, von dem GGRC in einigen Punkten. Aber die zeige ich euch jetzt gleich. Hier habt ihr nochmal aufgedruckt, was denn da an Funktionen eingebaut sind. Da ist eine 2,4 GHz Fernsteuerung. Aversion heißt einfach nur, dass es auch diese Loops macht, also Überschläge. Die Tastatur, da ist jetzt ein bisschen anders auf der Fernbedienung da gelegt, aber das ist auch trotzdem recht einfach. Lights habe ich bei dem Copter hier gewundert. Hier sind die Farben Rot und Blau vertauscht im Vergleich zum GGIC Drohne. Da muss man sich jetzt dran gewöhnen, denn da ist dann halt vorne rot bei der jetzt hier. Bei der GGIC ist ja blau vorne. Naja gut. Ein Gyro ist eingebaut. Headless Mode braucht man nicht unbedingt halt. Würde ich auch gar nicht mit anfangen. Return to Home ist natürlich auch wieder Käse. Die Return to Home Funktion bei diesen Coptern funktioniert logischerweise ohne GPS. Und das heißt, die sind meistens dann auf China vorprogrammiert, beziehungsweise auf eine zufällige Richtung halt, ob die dann wirklich zurückkommen zu euch, wenn ihr den Knopf drückt. In 90% aller Fälle passiert das halt nicht. High-Low-Speed-Switch, ganz klar, zwei Geschwindigkeiten. Und das ist auch ein Punkt bei der Drohne hier. Sie hat noch ein ganzes Stück mehr Punch als die GGIC. Deswegen ist ein bisschen zwiegespalten, ob man sich jetzt die zulegen sollte oder die andere. Ich würde mir jetzt immer diese hier holen, wenn ich denn eine kleine Drohne brauche für einen billigen Kurs. Aber das muss man erstmal sehen für sich selber. Das Ganze sieht so aus. Ich habe mir die in Orange bestellt hier. Farbe ist hier so ganz nett. Aber ich packe sie jetzt einfach mal aus. Ich habe sie auch schon ausgepackt gehabt. Ich mache es einfach mal für euch jetzt nochmal, damit ihr seht, was in dem Paket ist und wie das Ganze geliefert wird. Eigentlich ist die Packung die gleiche halt, die auch bei der GGIC Drohne geliefert wurde. Das ist die hier, falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet. Ich mache mal auf hier oben. Hier ist einmal die Drohne selbst. Da ist der Akku auch eingelegt beim Versand schon. Dann habt ihr unter der oberen Haube hier habt ihr die Fernbedienung der Drohne. Die unterscheidet sich doch ein ganzes Stück im Vergleich zur GGIC Fernbedienung hier. Also nicht nur optisch, sondern auch die Funktionen sind dann anders. Ich weiß nicht, für was dieser Button ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber was sich unterscheidet massiv ist halt, hier habt ihr einen Flip-Button und hier habt ihr einen Power-Button für die Geschwindigkeiten. Der fehlt jetzt hier. Das hat man dann so gemacht bei der Drohne hier, dass hier der Joystick selber drückbar ist und drückt man den und bewegt den Joystick in eine Richtung, dann macht er einen Flip, der Copter. Jetzt also so fliegen würde hier und jetzt hier drauf drücken auf den Knopf und nach rechts ziehen, dann wird er einen Überschlag nach rechts machen. Ist erstmal anders halt, aber auch nicht schlechter als bei der Fernbedienung von GGIC. Der Knopf hier hat sich bei mir auch noch nicht erschlossen. Halt. Das könnte dieser Headless Mode sein. Ich gehe mal davon stark aus. Nutze ich aber eh nicht diesen Headless Mode. Wie gesagt, das ist irritierend, wenn man eine andere Drohne sich zulegt. Hier hat man halt die Möglichkeit, die Geschwindigkeit umzuschalten. Ist auch verwirrend. Das sieht erstmal aus wie ein Trim-Button, ist aber nicht. Geschwindigkeitsumschaltung ist damit möglich. Hier, das sind Trim-Button. Die funktionieren in die Richtung auch. Also wenn die Drohne hier zum Beispiel beim, obwohl kein Luftzug herrscht, einfach ein bisschen nach rechts driftet. Dann drückt man einmal kurz hier drauf, dann gleicht das der Controller oder beziehungsweise die Drohne ein bisschen wieder aus und der bleibt dann einfach immer stehen. Ich würde damit nicht große Dinge experimentieren, eigentlich funktioniert das Ding auf Anhieb sehr gut. Das ist relativ unnötig.
Wenn da irgendwas nötig sein sollte, eine Korrektur, dann ist meistens einer von den Propellern etwas beschädigt und man sollte die wechseln. Im Paket sind nämlich hier auch ein Beutelchen mit Ersatzteilen und auch Propellern und die Anleitung. Versorgt wird das Ganze. Hier ist eine Schraube normalerweise drin. Ich mache die immer raus, weil es stört mich nur halt. Das Ding ist sowieso ein Klemmverschluss. Hier sind normale Zellen drin. Hier drei AAA-Zellen. Die gibt es für ein paar Cent mittlerweile überall zu kaufen. Kommen wir zur Anleitung halt. Ja, ist wieder mal in Englisch. Ist aber auch für jemanden, der schon mal eine Drohne benutzt hat, jetzt kein Buch mit sieben Siegeln. Und auch für jemanden, der schlechte deutsche Englischkenntnisse hat, wird sich das hier mit einer Google-App, Übersetzungs-App leicht übersetzen lassen. Dann sind nochmal die Funktionen erklärt. Aber ich packe die mal weg. Ich glaube, die ist nicht so relevant. Das kann ich euch so erklären. In dem Beutel befinden sich hier einmal das Ladeteil. Hat auch eine seltsame Bewandtnis mit. Und zwar ist hier die Beleuchtung anders, wie bei dem Ladeteil von GGIC. Bei GGIC geht die Lampe an, wenn der Akku voll ist. Hier geht die Lampe aus, wenn der Akku voll ist. Das ist natürlich verwirrend, wenn man jetzt sich einen zweiten Kopf dazu legt und nimmt das verkehrte Ladeteil. Dann denkt man, der Akku ist voll und hat aber in Wirklichkeit dann gar nicht voll den Akku. Muss man sich daran gewöhnen, ist aber auch kein Beinbruch. Hier sind die Zusatzpropeller, vier Stück. Hier ist nochmal ein kleines Werkzeug, ein Schraubenzieher. Der ist eigentlich nur dafür da, um die Schraube, die hier beiliegt, in der Tüte ist sie bei mir, um die hier festzuziehen. Also hätte man sich auch sparen können, glaube ich. Ich packe das wieder an die Seite, denn das ist jetzt auch gar nicht relevant. Die Akkus sind übrigens kompatibel. Die von der GGIC, wenn man sich die zugelegt hat, kann man die also weiter benutzen. Passen beide, haben auch die gleiche Stärke, 150 Milliwatt. Zieh den mal raus. Geladen wird der einfach halt hier reinstecken, natürlich richtig rum. Hat hier so einen kleinen Nut, da geht das dann das Ganze hier rein. Dann legt man sich ein USB-Netzteil, das natürlich nicht beiliegt bei dem Preis. Und dann kann man den Akku laden. Geht natürlich genauso gut am PC auch. Der kommt hier unten rein. Und jetzt mal zur Drohne selbst. Pack dir mal wieder an die Seite. Was hat sich hier getan? Ich meine, Optik ist schon ein bisschen anders halt. Das Ganze hier oben sieht ein bisschen größer aus, wuchtiger. Das sieht auch ein bisschen schwerer aus, ist aber gar nicht der Fall. Die beiden Drohnen wiegen ungefähr das gleiche. Dann hat man sich hier einige Kleinigkeiten, die ist schon ein bisschen dreckig, weil ich damit hinterm Schrank gefallen bin. Und da hat er sich da ein bisschen Staub eingefangen. Die Drohne sieht hier ein bisschen anders aus in manchen Punkten. Die sind aber gut, denn hier hat sich doch einiges getan. Wir haben versucht, bei FuryBee so Kleinigkeiten nochmal zu berücksichtigen. Was man hier zum Beispiel bei der Drohne sieht, ist hier, diese Halterungen sind flach. Und das könnte natürlich ein bisschen halt für Verwirbelung sorgen halt und den Auslass hier, den Druck ein bisschen mindern. Das hat man hier anders gemacht. Hier sind die angeschrägt. Das könnte für ein bisschen mehr Punch oder Punch sorgen. Gleichzeitig sind auch hier die Propellerguards ein bisschen mehr verjüngt als auch bei der anderen Drohne. Das scheint wohl den Strahl ein bisschen zu fokussieren, hier ein bisschen stärker zu machen. Was sie aber auch getan hat, das kann man jetzt natürlich schlecht darstellen. Wenn man hier sieht, maximaler Unterschied ist hier, dass hier die Motorkappen schwarz sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und hier sind sie weiß. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn das nur eine farbliche Änderung ist. Was ich aber auch noch getan habe bei den Motoren hier, die sind stärker. Oder vielleicht sind sie auch nur einfach ein bisschen besser aufgebaut. Vielleicht kostet das im Werk dann halt einen Cent mehr. Die Motoren, die hier verbaut wurden, halt, ich denke mal, die Herstellungskosten werden für die Motoren sowieso nicht allzu hoch sein. Vielleicht 5 bis 10 Cent pro Stück in der Massenfertigung. Und ein Cent mehr macht dann schon was aus. Denn die haben mehr Punch, die Motoren, massiv mehr Punch. Das Ganze fliegt trotzdem ein wenig länger. Also anscheinend scheint hier
an den Motoren auch gearbeitet worden zu sein, sodass sie ein bisschen mehr Energie in Kraft übersetzen können und deswegen länger fliegen und mehr, mit mehr Power fliegen. Gut, das war es auch schon bei der Drohne jetzt hier. Ansonsten kann man die Klappe hier oben wieder abnehmen, könnte dann auch basteln oder löten, wenn man die Motoren mal austauschen möchte. Die sind hier auch wieder verlötet. Dann zeige ich euch nochmal einen Unterschied hier zur GZIC-Drohne. Wenn ich hier die Drohne mit Strom versorge, steckt man einfach unten den Stecker rein von vom Akku. Und geht dann hin, halt, man muss den Hebel runterziehen zum Einschalten. Dann verbinden sich Drohne und Controller selbstständig. Da muss man also nicht hier wie bei der GZIC erstmal rauf und runter bewegen halt. Was aber allerdings auch der Fall ist, jetzt ist hier direkt Power drauf. Das ist bei der GZIC natürlich erstmal nicht, außer man macht diese Bewegung, die Kupplung. Und man muss die GZIC auch generell ausschalten, wenn man den Strom hier reinsteckt, die Fernbedienung, und dann anschalten und dann erst koppeln. Das ist hier alles nicht nötig, das ist besser gelöst bei der Fernbedienung. Der Unterschied ist auch bei der Fernbedienung, dass sie sich ein bisschen stabiler bei den Knöpfen anfühlt. Also hier habe ich mehr Widerstand beim Hochgehen. Wogegen die von GZIC doch so recht wabbelig ist. Alles in allem würde ich sagen, die Fernbedienung hier finde ich zwar ein bisschen angenehmer, aber der Unterschied ist nicht allzu groß. Der Unterschied liegt hier eigentlich mehr bei den Drohnen, und da unterscheiden sich beide doch massiv durch ihre Power. Das ist jetzt natürlich auch ein Vor- oder Nachteil, denn definitiv die hier lässt sich noch etwas leichter fliegen, weil sie einfach nicht so viel Gas hat, gerade in Wohnungen. Und ich würde damit eh nicht rausgehen, dafür sind beide Drohnen dann doch ein bisschen zu leicht und zu windanfällig. Aber in der Wohnung halt ist diese hier etwas leichter zu fliegen für Anfänger, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, ist aber definitiv die hier, diese Drohne, die mit dem größeren Fun-Faktor, denn die hat hier einfach extrem viel Power im Vergleich zu der anderen kleinen Drohne. Und die Flugzeit ist, wie gesagt, auch noch etwas minimal länger. Also, abschließend kann ich sagen, wenn ich hier mir eine Drohne zulegen würde, nochmal in dieser Größe, dann würde ich halt als Einsteiger hier mir vielleicht erstmal diese holen, weil sie nicht so ganz so leistungsfähig ist. Wenn ich schon mal eine Drohne benutzt habe, geflogen bin, dann würde ich auf jeden Fall definitiv zu der hier raten, weil sie in Kleinigkeiten verbessert wurde und das Gesamtergebnis ist einfach deswegen für mich mit viel mehr Fun. Und das Ganze hier hat auch dementsprechend mehr Punch. Das macht natürlich auch dann Sinn, wenn man rausgeht. Man könnte damit bei minimal Wind wahrscheinlich auch draußen mit der hier noch fliegen. Da würde die hier wahrscheinlich dauernd abdriften. Okay, das war's jetzt schon wieder von dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kaufen. Wie gesagt, der Couponcode ist unter dem Video. Ob er noch gültig ist und wie lange, kann ich euch nicht sagen. Schlagt schnell zu. Die Lieferzeit war bei mir etwas über eine Woche aus der EU. Okay, ciao.